mit der Einbringung dieses Gesetzesentwurfs begehrt haben, dass die Sitzungen des Parlamentarischen Kontrollgremiums zur Kontrolle des Verfassungsschutzes grundsätzlich öffentlich abgehalten werden. Und das nur dann, wenn Geheimschutzinteressen berührt sind und das nur dann, wenn Verschlusssachen behandelt werden müssen, dies in nicht öffentlicher Sitzung geschieht. Wir wollten seinerzeit damit zweierlei Dinge erreichen. Zum einen wollten wir auch gerade vor dem Hintergrund des Scheiterns und des Versagens der Sicherheitsbehörden in Deutschland nach den Geschehnissen um den NSU umfassende Transparenz schaffen. Wir wollten aber mit diesem Gesetzesentwurf auch, dass es der Öffentlichkeit in deutlich besserer Art und Weise möglich ist, zu kontrollieren, was der Verfassungsschutz in diesem Bundesland tut. Und ich habe damals bei der Einbringung auch deutlich gemacht, dass wir uns da ja nicht in irgendeiner Form auf Glatteis oder Neuland begeben, sondern dass es durchaus gängige Praxis ist, etwa im Bundesland Berlin, dies in öffentlichen Sitzungen zu tun, soweit das möglich ist. Und ich glaube auch, die Tatsache, dass der Parlamentarische Untersuchungsausschuss auf Bundesebene grundsätzlich in öffentlicher Sitzung tagt und Dinge behandelt, die vorher als geheimhaltungsbedürftig interpretiert worden sind, ist auch ein Zeichen dafür, dass wir zumindest den Spielraum haben, deutlich mehr Transparenz zu schaffen. Ich erinnere mich gut an die Sitzung, in der unser Gesetzesentwurf eingebracht wurde, und ein zentrales Argument wurde seinerzeit prioritär vom Kollegen Dachner, SPD-Fraktion, vorgetragen, war, naja, es bestehe ja heute schon die Möglichkeit, auch das Parlamentarische Kontrollgremium öffentlich tagen zu lassen, dann müsse man das halt zu den Tagesordnungspunkten beantragen, zu denen man das wolle. So ungefähr, glaube ich, ist das korrekt wiedergegeben worden, was uns hier entgegengehalten wurde als zentrales Argument. Wir waren in der Tat dann in der darauffolgenden Sitzung lag ein entsprechender Antrag vor. Ich will eingestehen, ich hatte die Idee selbst. Und der Kollege Dachner war einfach schneller. Aber Erstgeburtsrecht habe ich überhaupt kein Problem. Ich habe sehr gefreut über diesen Antrag. Und wie wir alle, die diesem Gremium angehören, dann erleben durften, das dürfen wir ja erzählen, weil es noch nicht hinter verschlossenen Türen war, bewegten wir uns dann durch einen Pulk von Journalisten, die auch sehr daran interessiert waren, zu erfahren, welche Teile denn jetzt öffentlich behandelt werden oder nicht. Und das, lieber Kollege Kuckert, war mir überaus angenehm, weil ich wollte ja gerade die Öffentlichkeit. Das haben Sie gut erkannt. Und nein, ich habe sogar mit denen gesprochen, um die Frage mal klar zu beantworten. Was haben Sie da gemacht? Und in der Tat, dann zu meinem großen Bedauern wurde dann mit einer Mehrheit abgelehnt, dass es in irgendeiner Form eine Öffentlichkeit gibt. Es wäre eine gute Gelegenheit gewesen an dieser Stelle, zum Beispiel den Jahresbericht des Landesverfassungsschutzes zu beraten, der ja immerhin in seinem Grundsatz öffentlich ist. Und ich will an diesem Beispiel einmal deutlich machen, wie sinnvoll die Gesetzesinitiative ist. Was ist jetzt passiert seitdem? Die Parlamentarische Kontrollkommission hat sich mit diesem Bericht bisher nicht befasst. Wir haben diesen Bericht daraufhin in den Innenausschuss geholt, in nicht öffentliche Sitzung, und zwar aus gutem sachlichen Grund dort in dieses Gremium hineingeholt, weil die Dinge, die dort im Landesverfassungsschutzbericht aufgelistet sind, die Institutionen, die dort benannt worden sind, ich glaube, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, mit Sanktionen zu rechnen haben, wenn sie in einem öffentlichen Bericht dort als verfassungsfeindlich deklariert werden. Und die Rechtslage, das ist uns, glaube ich, allen, die sich mit diesem Thema intensiv beschäftigen, ist da schon ein bisschen diffizil, weil sie auf der einen Seite ganz deutlich, Urteil des Bundesverfassungsgerichtes, deutlich macht, es darf dort nur benannt werden, wem Verfassungsfeindlichkeit nachgewiesen werden kann und nicht wo nur lediglich Verdachtsmomente bestehen. Und genau deshalb ist es gerechtfertigt, dass die Aussagen des Landesverfassungsschutzes in diesem Bericht kritisch hinterfragt und auch kontrolliert werden. Und welches Ergebnis hatten wir? Genau als es bei dieser Frage zum Schwur kam, kam der Hinweis der Landesregierung im Innenausschuss: Liebe Parlamentarier, tut uns leid,
Hier müssen wir auf Quellenangaben, hier müssen wir auf Angaben, die Verschlusssachen sind, zurückgreifen. Das können wir im Innenausschuss nicht beraten. Das muss in der Parlamentarischen Kontrollkommission beraten werden. Was jetzt dazu führen wird, dass wir diesen Antrag, Befassung des Landesverfassungsschutzberichtes, wieder in den nicht öffentlichen Teil der Parlamentarischen Kontrollkommission hineinbringen. Wir wären gut beraten gewesen, sehr geehrte Damen und Herren, genau diesen Bericht, und das ist ein Beispiel für andere, die ich auch sehe, auf der einen Seite öffentlich zu beraten, bis an die Grenze dessen, was wir öffentlich beraten können, und ihn damit auch den Medien zugänglich zu machen, und dann dem Bereich in direktem Anschluss nicht öffentlich zu beraten, der nicht in Öffentlichkeit bedarf, weil beispielsweise Geheimschutzinteressen berührt sind. Dieses würden wir erreichen, würden Sie diesem Gesetzesentwurf folgen, sehr geehrte Damen und Herren. Vor dem Hintergrund bitte ich Sie, Ihre Haltung hier noch einmal zu überdenken, für Transparenz zu schaffen in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes, weil dies im Ergebnis auch wieder zu mehr Vertrauen in die Verfassungsschutzbehörden führt. Herzlichen Dank.